So, servus Leute. Ich werde es probieren mit meinem Jugger. RF-Jugger, der nicht gute Items hat, aber ich sag mal so. Ich bin mittlerweile 91, das ist ein Level 70er Quest, sollte es sein. Wenn wir probieren, der Sucker Walls Rose. Bekommt man, indem man dieses Blue Crush-Ding fängt und so ein paar andere Monster halt. Okay, das Monster selbst ist super easy. Okay. So, dann gehen die Portale auf. Also, hier gibt es Monster, die machen einen AOE-Schaden. In dem darf man nicht stehen bleiben, das weiß ich. Das ist jetzt das Wichtigste. Einfach nicht stehen bleiben im AOE. Okay. Also ich habe keine Debuffs oder so etwas. Meine Regeneration ist normal und das ist ein Level 70G. Die haben ein bisschen mehr Damage. Okay, da ist ein seltenes Monster. Ah, lol, das war sogar noch ein Prophecy. Cobra Spirit, ah, okay. Also diese Monster haben dann auch einzelne Gegenstände. Hey, ich habe den Buff von dem Typen ja bekommen. Stimmt. Hey, das ist sogar, die Prophecy hilft mir. Für eine Minute habe ich gerade noch den Buff. Ich weiß gerade nicht, welcher Buff es ist, aber... Mein Schaden ist übrigens ungefähr 50.000 pro Sekunde. Nicht sehr hoch. So, ich habe keine Chaos Resistance extra. Ich hoffe, der Boss sollte hoffentlich keinen Chaos Damage machen. Ich spiele SSFAC, deswegen seht ihr so komisches Bild. Das ist so ein Bild, das ich mir zusammenbasteln musste aus den Items, die ich hatte. Okay, das ist die Blutlatsche. In die nicht reinlaufen, die macht Aua. Okay, aber ich muss trotzdem an den Typen irgendwie rankommen. Ich ziehe ihn mal raus. Okay, ich kann mich doch hochheilen, ne? Ja, okay, alles gut. Also ich kann das gegentanken. Einfangen kann ich die aber nicht, ne? Ne, kann ich nicht. Ja, ne. Damage ist absolut vernachlässigbar. Sollte, ist wahrscheinlich physikalischer Schaden. Gerade die Blutlatsche, die da stattgefunden hat. Also die macht krassen Schaden, aber ich habe 90% Damage Reduction. Bin halt total overlevelt für das Gebiet, logischerweise. Ja, sollte kein Problem sein. Also ich hätte nicht gedacht, dass... Ja, gut. Schauen wir mal. Das sind ja jetzt nicht die Bosse, das sind die Vorstufen der Bosse. Okay, da ist das nächste. Das macht, glaube ich, schon ganz gut Damage. Ja, das macht ein bisschen Schaden. Okay. Sollte man sich vielleicht nicht erwischen lassen. Ja. Oh, das sind Orts, oder? Nee, doch nicht. Okay. Ja gut, hier muss man vielleicht einen Reset normalerweise machen. Okay, das müsste der Boss sein. Machen wir mal hier Portal auf. So, jetzt kommt er. Okay, ich beobachte den Boss erstmal. So, das sind die Flügel. Da darf man nicht reingehen, soweit ich verstanden habe. Bleeding bekommt man. Stacheln machen aber kein Bleeding. Also der macht kein Chaos-Damage, so wie ich es bisher sehe. Aber Bleeding-Flasche wäre nicht hilfreich. Springt einen manchmal an. Ah, da kommen manchmal auch Ads, okay. Da kann man sich seine Flaschen raten. Ja, selbst mit den Flaschen an, die Regenerationsflaschen an, ist das zu viel.
Muss ich den einfangen? Oh ja, den kann ich einfangen. Fuck, jetzt habe ich ihn enraged natürlich, ich Idiot. Okay, ich glaube, ich muss Portal gleich ziehen. Ich resette mal kurz lieber. Geh mal zum Hideout. Dann wieder zum Managery. Das ist blöd, dass man halt, ne, kurz zum Managery gehen muss. Oh, nee, da. Oh, fuck. Das war ein kurzer Leck. Also es werden immer mehr, oder? Oder weil ich ihn enraged habe. Ich bin mir nicht sicher, warum er gerade mehr Viecher hat, die er beschwört. Es sind auf jeden Fall mehr Sachen, die hier rumfliegen gerade. Oh ja. Ja, gehen wir mal. Resetten wir. Ich habe 4 Portale. Wir machen das ganz safe. Ist ein Hardcore-Charakter, Leute. Deswegen. Machen wir ganz locker und easy. Okay, ich warte mal, bis diese Viecher vielleicht weg sind. Gehen die weg? Ich warte mal kurz. Ja, die gehen weg. Also es lohnt sich. Aber dann beschwört er wieder 2. Okay. So, jetzt machen wir ihn zu Ende. Zack. Haben wir einen gefangen. Craft an Aspect Item. Ich kann ein Item machen. So, er lässt eine... Ja gut, und Low-Level Maps. Und ein Item, und zwar... Sequel's Nest. 64 zu allen Attributen. Lightning Resistance. Reduced Mana Reserved. Das ist nicht schlecht. Aspect of Avian Buff. Also Avian Buff ist der Buff, der, glaube ich, 20% Damage jede paar Sekunden gibt oder so. Das soll nicht schlecht sein auf einem Charakter, der Minion, der ein bisschen Minions, mit Minions spielt. Es gibt so einen Charakter, der spielt mit einem Bogen und dann mit diesen Phantasm Minions on Kill. Dafür könnte die Rüstung ganz gut sein. Ja, das war's. Bis später. Ciao, ciao.